Es hatte geheißen, dass die mutmaßlichen Täter angeblich 2 Tage mehr oder weniger mit dem Auto durch die Gegend gefahren seien, um einen geeigneten Platz für die Ablage zu suchen. So wurde es auch mal berichtet. Heißt das, dass der 19-Jährige in diesen 2 Tagen dann gar nicht dabei war? Ich meine, ich weiß jetzt natürlich nicht, ab wann er sich von diesen gemeinsamen Aktivitäten entfernt hat. Tatsache der Aussagen, ob sie dann stimmen oder nicht, kann ich von hier aus natürlich nicht beurteilen, ist, dass er also am Schluss oder die meiste Zeit dieser Wegschaffung der Leiche bis zur letztlichen Ablegung im besagten Rittstück nicht dabei gewesen sein will. Nicht umsonst hat Anwalt Doschi jetzt auch die Handyprotokolle einen Antrag gestellt, dass die Handyprotokolle Einsicht in die Einsicht in die in die Handyprotokolle genommen werden können, um die Bewegungen zu verfolgen, wo wer war, um welche Zeit. Und dann ließe sich das dann auch klären, so die Ansicht des Anwalts. Und dann glaubt er auch, das beweisen zu können, dass sein Mandant nicht, zumindest bei der Ablegung der Leiche, nicht dabei gewesen ist. Und man wird dann auch sehen, ab wann er sich absentiert hat von dieser Mittäterschaft, von dieser mutmaßlichen Mittäterschaft. Also das sind alles Dinge, die natürlich noch geklärt werden müssen.